So, stellt euch vor, ihr habt eine Bühne mit einem Künstler vor einer Menge. Es ist schwer zu messen, wie stark die Show das Publikum beeinflusst. Und darum soll es jetzt hier auch gehen. Vielen Dank für die Vorstellung. Ich habe hier ein Video, ich hoffe, das kann jetzt gespielt werden. Okay. Live again. Yep. Meldung von den Übersetzern. Oh, okay. Yeah, so vielen Dank für die Vorstellung. And, this is, no, jetzt geht es um den Boiling Mind, also kochenden Geist. Vortrag. Und ich wollte jetzt mit diesem Video anfangen, damit ihr eine Idee davon kriegt, wie die Erfahrung dieser Tanzperformance ist. Das haben wir in das wurde in Tokio Anfang des Jahres aufgeführt, kurz bevor des Lockdowns tatsächlich. Und die Idee dahinter war, dass wir das Publikum quasi auf die Bühne holen wollten, also die vierte Wand durchbrechen
Und wir wollten die physiologische Aufnahme des Publikums verwenden und das Ganze auf der Bühne darstellen. Das wurde in Klang und auch ein bisschen mit visuellem Feedback dargestellt. Und so haben wir diese Information aus dem Publikum genommen und als Feedbackschleife dem Publikum wieder zugeführt. Small overview. Und ich möchte jetzt ein bisschen darüber sprechen, was unsere Motivation dafür war. Und ich denke, dass es ein interessantes Thema ist für diese Remote Experience hier des Computer Clubs ist. Und auch so ein bisschen über das Konzept und auch wie die Entwicklungsschritte waren, um das Ganze zu designen. Und ich wollte jetzt diesen Vortrag hier halten, weil ich dachte, dass es jetzt ein guter Weg ist, um Expertise auszutauschen und vielleicht ein paar Menschen, die sich dafür interessieren, zu rekrutieren für die nächsten Schritte. Wir sind noch nicht fertig. Es ist immer noch ein Work in Progress und daher wollte ich jetzt diese Idee erstmal teilen und erstmal zeigen, was wir schon aufgenommen haben. Und vor allem wollte ich einen kreativeren Weg aufzeigen oder entwickeln, um physiologische Daten zu verwenden. Ich arbeite in der Forschung mit Wearable Computergeräten und wir zeichnen sehr viele Körperdaten auf und auch Gemütszustände. Und zumindest für einfache Dinge können wir hier schon Feedback geben. Manches davon ist etwas idiotisch oder eine dumme Idee. Also zum Beispiel Überwachung, das ist jetzt keine gute Idee. Aber können wir da auch intuitivere Wege finden, um physiologische Daten zu verwenden? Und nützlichere Wege. Und jetzt nur für dieses Konzept, denke ich, gab das Video schon einen ganz guten Überblick, was wir erschaffen wollen. Und für diese Aufführungen haben wir Daten im gesamten Publikum angebracht. Also es war uns wichtig, jetzt nicht einzelne Menschen herauszustellen, die komplett erfasst werden und herausgestellt werden, sondern wir wollten den gesamten Zustand des Publikums als Input, als Eingabedaten für die Performance. Und wir hatten die Herzschlagrate, die HRV, Heart Rate Variability und auch die Haut, den Hautwiderstand, also Stresslevel, grob gesagt. Und gesteuert haben wir insbesondere die Helligkeit des Lichts und auch den Sound. Und das hat außerdem das Tanzverhalten der Performer geändert. Als Sensoren haben wir ein Wearable-Gerät verwendet oder Geräte verwendet. Also in diesem Beispiel komplett kabellose Armbänder. Denn wir wollten etwas, das einfach zu tragen ist und einfach an- und auszuziehen. Das hat ein paar Schleifen durchlaufen. Und dann haben wir uns entschieden, eben den Hautwiderstand und die Hautaktivität und die Herzaktivität zu messen. Denn diese Sensoren und diese Daten lassen sich sehr gut mit der Messung von Stress verbinden. Und jetzt die Frage war auch, wo wollen wir das messen? Und da haben wir uns verschiedene Armbänder angesehen und auch kommerzielle Off-the-Shelf-Produkte angesehen. Aber die Sensoren waren größtenteils einfach nicht gut genug. Insbesondere am Arm direkt oder am Handgelenk, da bekommt man keine guten Daten über die Hautzustände, also der Hautwiderstand insbesondere. Das ist ein galvanisches Signal. Und damit kann man feststellen, ob jemand schwitzt. Und der Schweiß lässt sich mit der Stressreaktion in Verbindung bringen. Und um das zu messen, gibt es ein paar verschiedene Wege. Das kann an der unteren Teil der Hand sein oder die Finger. Das sind üblicherweise die besten Positionen. Daher haben wir die Finger verwendet. Und am Finger kann man außerdem die Herzrate messen, was sehr praktisch ist. Zusätzlich hatten wir kleine Bewegungssensoren, ein Gyroskop und einfach Bewegungssensoren. Und wir haben jetzt auch die Rohdaten
der Messungen am Publikum. Und wenn ich jetzt sage wir, dann meine ich hauptsächlich George und Ding Ding. Das sind zwei Forscher, die mit mir gearbeitet haben und die haben sich hauptsächlich um die Messung gekümmert. Die Frage war jetzt auch, wie packen wir das dann wieder auf die Bühne? Und das war tatsächlich ein anderes Team, das das gemacht hat. Ich weiß da ein bisschen etwas drüber, aber ich bin definitiv kein Experte in diesem Bereich. Und das erste Design, da dachten wir, dass wir wahrscheinlich den EDA, also den Soundtrack, die Geschwindigkeit des Beats verwenden, beziehungsweise die Farb, die Lightshow, dass das Gitter sich verändert. Und wir haben uns dann schlussendlich dafür entschlossen, eine Relation oder das Verhältnis von schneller Änderung und langsamer Änderung zu verwenden. Und die Beats per Minute, also die Hartrate des Publikums zusammen wurde verrechnet, ein Durchschnitt errechnet, und das haben wir dann verwendet für die Geschwindigkeit der Musik. Und wir haben bestimmte Geräusche ein- und ausgeschaltet, die auch mit der relativen Rate of Change, also Änderungsrate des Publikums, der Werte des Publikums verbunden ist. All das wurde mit NQT und der Software Touch Designer verbunden. Und die Musik wurde auch mit dieser Software kontrolliert und das hat dann das Feedback zu den Tänzern kontrolliert. Wenn ihr hier genauere Details wollt, ich habe das Preprint Paper, also das Ganze hier wird veröffentlicht als Paper und eine frühe Version ist hochgeladen. Wenn euch das also interessiert, dann könnt ihr das da ein bisschen besser nachlesen und später beantworte ich gerne auch noch Fragen und kann die dann auch gerne an die Designer weiterleiten. Und was jetzt insgesamt mit der Performance passiert ist, ist, dass wir erstmal erklärt haben, was passieren würde. Es wurde schon beworben als eine Performance, die diese Messwerte vom Publikum, also Herzdaten und Hautdaten, erfassen würde und beinhalten würde. Also die Leute, die sich hier Tickets geholt hatten, die wussten schon ein wenig, was sie erwarten würde. Und es war uns auch wichtig, dass wir das vorher erklären, was genau wir messen und wie wir das verwenden und was die Risiken und Probleme auch damit sein könnten mit diesen Sensoren und mit dieser Datensammlung. Und das Publikum konnte sich dann selber entscheiden und sie konnten dann auch entscheiden, ob sie einfach nur Daten spenden wollen und nichts weiter tun oder ob sie die Daten dann auch für die anonymisiert natürlich für die Forschung spenden wollen. Und wir hatten ein paar Teile, in denen wir das gestreamt haben oder dann live die Daten des Publikums gezeigt haben. Und das hatten wir vorher nur für Debugging eingebaut, aber das Publikum mochte das irgendwie, dass sie also Teil der Aufführung sein konnten. Daher haben wir uns dann mit den Künstlern entschieden, dass es beibehalten würden. Dann hatten wir diese Blob-Objekte, die sich dann entsprechend der Daten bewegen haben und sie ändern ihre Farbe, je nachdem, wie sich die Herzraten ändern. Also wenn die Frequenz hochging, dann sind sie heller geworden. Und dann hatten wir auch noch solche Wolken. Die Größe der Wolken war auch verbunden mit der Heartrate. Und dann haben wir auch gesehen, dass die Performer Teile des Publikums auf die Bühne geholt haben. Und dann haben wir die Daten dieses Teilnehmers groß gestreamt auf der Bühne.
Und die Hautaktivität hat auch hier wieder in Größe und Farbe Elemente auf der Bühne verändert. Und dieses Design sich auszudenken, um das uns auszudenken, haben wir das immer wieder mit den Tänzern und auch den Forschern geredet und Audiodesignern, visuellen Designern. Also sehr viele Expertisen sind hier eingeflossen. Und so bin ich auch ursprünglich dazu gekommen, denn die Idee kam vor eigentlich von einem Hauptdesigner dieses Stücks, der irgendwie Wahrnehmung und Bewegung kombinieren wollte. Und ich habe ein bisschen in der Forschung mit Augentracking gearbeitet. Und hier gibt es so eine Open Source Eye-Tracker und auch EEGs, EOGs, also elektrisches Eye-Tracking. Wenn das Auge sich bewegt, dann kann man das auch über elektrische Signale aufzeichnen. Und darüber konnten wir jetzt hier eben auch erfassen, wie Menschen eine solche Aufführung sehen. Und das wollten wir besser verstehen. Und so ist dieses gesamte Projekt ins Rollen gekommen. Und das Ganze in einem Theater zu machen, die Idee kam von Jamie Ward, einem besuchenden Forscher, der ist in London mit einem inklusiven oder inkludierenden Theater verbunden. Und der hatte gemeint, dass wir diese gesamten Bewegungssensoren, also Gyroskope etc. verwenden könnten. Und der hat das verwendet, um die Bewegung von Workshop-Teilnehmern zu synchronisieren. Und dann wollten wir uns diese Synchronisation nochmal in Angesicht-zu-Angesicht-Kommunikation kombinieren. Und jetzt gerade geht das ja nicht nur über Kamera, aber wenn wir jetzt Menschen sehen, die sich von Angesicht zu Angesicht unterhalten, dann synchronisiert man sich. Kleine Gesten, kleine Mimiken, ein kleines Nicken. Und wir konnten zeigen, dass wir das auch in Wearable Sensing Setups, also mit Sensoren und jetzt Kameras etc. replizieren können. Und das Ganze wollten wir dann größer machen. Wir wollten wissen, was passiert, wenn wir das jetzt in eine Theateraufführung bringen, in eine Tanzaufführung. Und sehen, ob wir da auch irgendwie eine Synchronität feststellen können. Und nach ein paar Ideenfindungstreffen, wo es auch darum ging, dass wir Tänzer dabei hatten, also wo wir auch Tänzer dabei hatten, wo wir dann verschiedene Smart Glasses oder auch andere Sensoren hatten und ausprobiert haben, was funktioniert nicht, da kamen wir dann zusammen und hatten einen Prototyp, das war 2018. Und dann hatten wir jetzt optische Augentracker in Brillen eingebaut. Und dann hatten wir auch ein paar elektrische Augentracker im Publikum, außerdem Bewegungssensoren. Und da hatten wir dann auch schon Herzsensoren, also Herzratensensoren, aber die waren damals noch kabelgebunden. Und die Tänzer hatten auch schon ein paar von diesen Armbändern, um die es uns erlaubten, Daten aufzunehmen. Und was wir da hatten, waren Projektionen auf drei Leinwände über den Tänzern. Und eins hat die Synchronisation des Publikums in Bezug auf Augenbewegung. Eins dann mehr die Herzdaten und eins hat dann die Daten wurden aufgeteilt ein wenig. Und von einer technischen Perspektive waren wir überrascht, wie gut das funktioniert hat, also dass es überhaupt funktioniert hat, dass wir etwa 10 dieser Brillen, 3 Augentracker und ich glaube 5 Herzratensensoren gleichzeitig streamen konnten. Der Server hat funktioniert, aber vom Publikum aus war das Feedback hauptsächlich, dass das Publikum das nicht mochte, weil nur einige Leute solche Geräte hatten und andere konnten nicht wirklich teilnehmen und konnten die
Soldaten auch nicht wirklich sehen. Und von der Performance her, die Tänzer mochten es nicht, weil sie nicht mit den Daten interagieren konnten. Die Choreografie war auch vorbestimmt, also man konnte nicht wirklich spontan mit den Daten interagieren von Seiten der Tänzer. Und von der Ästhetik her mochten wir auch wirklich nicht, dass die Leinwände über den Tänzern waren, weil man sich entweder auf die Leinwände konzentrieren konnte oder auf die Tänzer. Und man muss sich immer entscheiden. Also was ist mir jetzt wichtiger? Worauf möchte ich sehen? Worauf möchte ich mich konzentrieren? Also insgesamt war es schon ganz okay. Aber es gab schon noch ein wenig Probleme. Also wir wollten auf jeden Fall das gesamte Publikum mit einbeziehen, dass jeder teilnehmen konnte oder kann. Das Problem mit diesem Teil war, dass wir nicht genug Augentracker, also genug Messgeräte insgesamt hatten. Zusätzlich müssten wir natürlich überprüfen, funktioniert das für alle, wenn ich das jetzt auf dem Kopf trage, mag das jeder? Und das war noch vor der Pandemie. Das wird nur noch schwieriger natürlich, weil der Virus da gerade aufkam und es war alles noch ein bisschen unklar und wir wollten jetzt natürlich nicht allen Brillen verteilen und womöglich noch die Pandemie befeuern. Daher sind wir dann zur Hautwiderstandsmessung übergegangen. Und die Projektion ist jetzt Teil der Bühne. Also wir benutzen jetzt zwei Wände. Das sieht man in den Bildern vielleicht ein bisschen schwierig, aber wir haben außerdem den Boden verwendet. Um eine weitere Projektionsfläche zu haben, mit der die Tänzer interagieren können. Und die Hauptinteraktion kam dann noch über den Klang. So, dann, was haben wir gelernt? What did we take away from that experience? And part was wir haben unterhalten mit die Tanzerin und mit die Zuschauer unterhalten. Besonders das tiefer man geht, je mehr abstrakt das ist. Unsere Daten sehr integriert mit die Zuschauer. Die Zuschauer waren nicht so sicher, wenn sie eigentlich einen Einfluss hatte an die Ergebnis oder nicht. Ein anderer Teil ist die Live-Sendung ist offensichtlich, aber in die Zukunft, wir wünschen mehr zu spielen mit der Perception. Wir auch fragen uns, wie können wir uns messen, diesen Feedback-Loops? Jetzt wir haben dieses Daten, die Video auch, aber das ist noch schwierig verstanden zu haben, wie oder wann wir erfolgreich oder nicht mit das. Auf einer Seite, ja, natürlich, dass wir, die Ergebnisse ist ja erfolgreich, weil das für Spaß, die Zuschauer hat Spaß zu schauen, aber dann die tiefe Frage ist, was ist mit den Feedback-Loops da? Wir haben eine Überraschung da. Dieses Daten, wir haben, dass die Tänzerin und die Zuschauer wirklich freuen, dass sie genießen die Daten. Das war überraschend für mich, weil er hatte gedacht, dass wir zu high tech dazu. So, wir wünschen zu Debug in die erste Teil von die Testzuschauer. Aber die Zuschauer da wir eigentlich interessant haben, was meinen sie mit diesen Daten? Oh, die Hits, Tempo, geht hoch jetzt, was meinen dazu? Dann wir nutzen dieses Daten in die nächste Verwendung von Spielen. Besonders für Akte in die, wenn das ist interaktiv mit den Zuschauern da. Zum Beispiel ist es gibt ein Teil, wo die Tanzerin geben raus dieses Kontaktdaten zu den Zuschauern und das wird Spaß zu sehen, wenn die Zuschauer können eigentlich erkennen dieses Daten von selbst in auf der Karte oder erkennen die Nachbar, dass das in die
nächsten Sitzplatz. Da hat sie Date da darauf. So es ist wirklich interaktiv. Deswegen vielleicht, wenn Sie wünschen, etwas Ähnliches zu machen, dann denken, diese Interaktivität ist wirklich wichtig, wichtig zu haben. Für die Tanzen, die Interessanten war an die andere Seite, sie wünschen, sie nutzen die Daten für zu nachdenken, so sie, das gefällt ihnen, die Druck zu haben von dem Ergebnis. An der anderen Seite, sie wünschen mir zu tanzen mit dieses biometrisch Daten und nutzen das für die Vorbereitung von dem Spiel. Wir zeigen direkt die Daten für die Tänzer, was ist möglich da? Wir fragen, okay, was ist möglich hier? Was ist nicht möglich? Was kann, hat einen Einfluss? Was kann nicht haben einen Einfluss da? Und dann wir haben erste Screenings und dann intern vorbereiten. Wir nutzen die Daten und auch ein paar Feedback vom Zuschauer dazu. Und wir hatten Vorschulungen oder Studenten auch als Zuschauer für Feedback zu geben. Auch wir haben künstliche Daten integriert. Wir haben dann gesagt, okay, vielleicht hier ist die Daten und dann mal schauen und sehen, wenn das ist intuitiv zu verstanden mit den Daten oder nicht. Besonders für die Visualisation. Dann, wenn man sehen etwas, das wird schwieriger zu eigentlich verstanden. So. Die nächste und die größte Punkt ist, vielleicht die Sensoren und die Feedback. Wir fragen noch, was sie nutzen und welche Typ, welche Arten ist eigentlich die beste zu nutzen. Sie nutzen dieses unsichtbare Verbindung zwischen die Tänzerin und die Zuschauer. Perception and eye wir haben dieses Augentracking und dann auch die Hand etwas zu bewegen. Das ist einfacher dann auf der Hand. Das wird eigentlich einfacher für eine kleine Zuschauerbasis. Wir haben auch die Recording mit die Live-Sendung. Aber ich habe den Stream verloren. Wir haben ein technisches Problem. Oh, ist wieder da. Moment. Oh, nicht da. So, weiß nicht, wenn Sie können, ich eigentlich zu hören, liebe Zuschauerin, aber auf meinem Video-Feed, das ist jetzt kaputt, so warte. Streamgate Speaker Missing. Ja, genau. Ich höre gar nichts. Wenn es gibt, oh, vielleicht jetzt? Ich sehe etwas anderes. Moment. So, wir warten auf dieses technische Problem hier. Ich kann direkt auf dem Folien lesen, vielleicht. Ich weiß nicht, wir haben in der Zwischenzeit. So, wir haben auf die Folien. Sensor Feature Best Practices. So, was ist ein bestes, die zu lernen von dieses Ergebnis, das wir haben. Und die Folien ist schon weg. Oh, noch da. So, wir haben die Herzdaten, wie schnell das Herz geht über die Zeit. Wir haben die, wie das hat geendet über die ADA. Wir haben es ist mehrere Details eigentlich über die, wie die Herz reagieren. Diese Folien auch sagt, bitte kontaktieren mich, bitte schreiben elektrische Hautreaktion. Danke, ja, ADA so hat auch elektrische Hautreaktion. Und
wir sind offen eigentlich für weitere Kontakt. So bitte kontaktieren die Leute von dieser Forschung sehr gerne. Ich finde dieses Thema wirklich spannend und ist freue auf mehr Kontakt von anderen Leuten, da wir kann dieses Thema interessant finden. Ich warte ein bisschen zu sehen, wenn es gibt mehr hier. Ich sehe keine Folien auf meinem Bildschirm. So ich warte ein bisschen mehr und sehen, wenn unser Stream kommt zurück oder nicht. In die Zwischenzeit, ich wünsche Ihnen herzliche Grüße in diesen kalten Wintertagen. Ich sitze relativ gemütlich in meiner Homeoffice in Rheinland-Pfalz. Ah, kommt zurück. Okay, ihr sagt yeah, sorry, Entschuldigung. Okay, ja, yeah, so das ist offline für jeder. We were talking wir waren mit der Unterhaltung von unseren Center Features und die Best Practices, so was ist die Beste, das kommt raus. Wir suchen noch für die Beste, die Wichtigste für die Sensors und welche Eigenschaften wir sollten eigentlich erkennen von dieses Tanzen und Zuschauen, Interaktivität. Wir haben hier Vermessung schon, dieses Tieffrequenz, Hochfrequenz von den Herzrhythmus und auch dieses elektrische Hautreaktion. Das hat eigentlich nicht so gut gearbeitet als anderen Eigenschaften. Wenn wir gucken an, was war früher recorded war, wenn die Zuschauer hat gesagt, okay, stimmt zu, dass die Daten war offen, dann das wäre interessant zu gucken. Und ein von einer Forschung hat geguckt, okay, welche Eigenschaften eigentlich ist indikativ mit welcher Art von Performances. Wir sehen ein paar interessante Verbindungen, zum Beispiel für die PNN, dieses Herzschlag. Und ja, wir auch Zahlen für die offene und oben elektrische Hautreaktion. If you're interested, I'm happy to share the data with you. So we have three performances each around an hour and 90 mit ungefähr 90 Teilnehmenden total. Wir haben die Herzratendaten, die Hautreaktionsdaten und Motion data as well. Wir haben die Bewegungsdaten noch gar nicht verwendet. Filtering out a little bit the EDA and heart rate data because weil wenn sie sich viel bewegen, werden sie viele Fehler und Probleme haben. Bewegungsartefakte. But what do I mean with why is the PNN or why is the EDA peak? Warum ist die Hautreaktionsdetektion so gut? Was wir damit meinen? Here you see, I just highlighted performance 3 from the previous. Wir haben jetzt einen genauen Blick auf die dritte Aufführung, die vorherigen Plots. The blue line gives you die blaue Linie gibt Ihnen den Durchschnitt der PNN 50 Werte. Diese Funktion ist besonders korreliert zu Entspannung. Eine niedrige PNN 50 Value meint, dass man mehr entspannt ist, umgekehrt. Lower value means that höherer Wert bedeutet, dass man mehr entspannt ist. Niedriger Wert bedeutet, dass man mehr angespannt ist. Fits very, very well and correlates with the intention of the choreographer. Das bedeutet, dass es mehr mit der Absicht des Choreografierenden übereinstimmt. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 on the bottom. Die erste Hälfte der Aufführung ist, um Konflikt zu erschaffen. In
in Publikum, um sie etwas aufzuwühlen. Also zum Beispiel die Visitenkartenszene ist Teil davon. Oder wenn jemand aus dem Publikum auf die Bühne gebracht wird und die Aufführung joint. Der spätere Teil der Performance ist mehr über, geht mehr um Entspannung und Reflexion. Und das kann man sehr gut an den PNN50-Werten sehen. In den ersten Teilen sind die Zuschauer eher angespannt und in den späteren Teilen der Aufführung sind sie eher entspannt. Gives you indication of a lot of peaks happening at specific points. Man kann sehen, dass bestimmte Peaks an vorgesehenen Punkten auftreten. The performance, so seeing the an bestimmten Szenen der Aufführung. Section 4, the red one is the one where somebody from the audience gets. Zum Beispiel, als wenn jemand aus dem Publikum auf die Bühne gebracht wird. There's the scene where the dancers hand out the oder wenn die Tanzenden Visitenkarten ausgeben. So it's promising. We're not there yet, definitely from the PNN ist übrigens eine Herzmetrik. Part, but there are some interesting things to see, and that kind of brings me back to. So, jetzt komme ich nochmal auf den Anfangspunkt zurück. Es war eine fantastische Erfahrung, mit so vielen talentierten Leuten zu arbeiten. Die Aufführung hat viel Spaß gemacht. Wir bewegen uns langsam dahin, das Publikum auf die Bühne zu bringen. Leads me then also und to the end of das führt mich jetzt zum Ende des Vortrags. Ich muss mich jetzt mal an die Leute wenden, die das, die eigentliche Arbeit hier gemacht haben. Also zum Beispiel die Projektführung und die Tanzenden und die Choreografierende und der Choreografierende Ito-san. Yeah, I hope I didn't. Ja, ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. So that's it. So thanks a lot for. Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, mich vorzustellen oder diese Arbeit vorzustellen. Und ich bin jetzt offen für Fragen und Anmerkungen. Ich würde auch gerne eine selbstorganisierte Session anleiten. Ich werde wahrscheinlich etwas auf Twitter posten oder in einem der Chats. Want to stay in contact, I'll try to get wenn ihr in Kontakt bleiben wollt, ich versuche auch noch einige Wissenschaftler dazu zu bringen, mitzumachen bei den Antworten. The visualizations on the data analysis might be available. And if you interested in that, wenn ihr an Daten interessiert seid, sendet mir einfach eine Mail. Maybe I just also add it to the blog post or so on if the if I get the link later. So yeah, thanks a lot. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Thanks, Kai. Thanks, danke für diesen tollen Vortrag. Und fürs Publikum, ja, sorry für die kurze Unterbrechung. Ich glaube, wir haben immer noch Zeit für Fragen. Ich habe noch nichts gesehen. Aber da gab es auch eine Unterbrechung. Du hast über Datenaustausch geredet. Wie können die Daten auf die Daten zugegriffen werden? Right now also the no publication. Zurzeit ist noch keine Veröffentlichung akzeptiert. Es gibt immer noch Probleme mit den Rechten. Das Einfachste ist, wenn ihr einfach eine Mail sendet. Posted sometime next year on also on public on a nächsten Jahr auf einer mehr öffentlichen Website veröffentlicht. There are already a couple of people working on it, and we have the rights to share it. It's just a little bit. Haben natürlich die Rechte, es zu teilen, aber es geht eben um das Setup, um diese Daten zu teilen. But
mit den ganzen technischen Problemen. Everything is a little bit harder this year. Indeed, indeed. Danke, Kai. Yes, I'd say that. So, das war's für diese Session. Danke für die Präsentation. And I'll switch back to. Und jetzt schalte ich zurück zu den anderen.